Was geht, Chrissy am Start, heute mit einem neuen Tutorial. Ich zeige euch, wie ihr ein Time Freeze and Reverse Effekt macht. Das heißt, der Clip läuft in der richtigen Reihenfolge ab und stoppt dann irgendwann und läuft dann wieder zurück. Wir steigen ein in Premiere. Ich lasse meinen Clip laufen und sage mir, okay, das hier ist die Stelle, an der ich diesen Effekt gerne anwenden wollen würde. Mache einen Rechtsklick auf meinen Clip, sage, gehe auf Clip, Keyframes einblenden, Zeitverzerrung, Geschwindigkeit. Dann hat sich das Ganze hier ein wenig verändert. Und drücke dann bei Windows mit Steuerung und bei Mac Command. Mein Mauszeiger ändert sich in weiß mit einem Plus. Das bedeutet, wenn wir jetzt mit linker Maustaste drücken, entsteht ein neuer Keyframe. Den können wir dann nach rechts ziehen, so haben wir jetzt eine Zeit, in der unser Effekt abläuft. Und wenn wir nun in der mittleren weißen Linie an unserem Mauszeiger diese beiden Pfeilchen angezeigt werden, ziehen wir diese weiße Linie runter bis auf 1%. Und wenn wir das Ganze nun ablaufen lassen, seht ihr, es läuft normal. Und wird dann langsamer, stoppt. Und das hier ist der Moment, in dem wir das Ganze wieder zurücklaufen lassen wollen. Dafür schneiden wir uns den Rest des Clips hier weg, markieren uns unseren Clip, drücken STRG C, STRG V. Und kopieren uns das Ganze und nun machen wir einen Rechtsklick und sagen Geschwindigkeit Dauer und drücken hier auf Geschwindigkeit Umkehren. Drücken OK und nun seht ihr, der Clip läuft ab, wird langsamer, stoppt und zieht sich langsam wieder zusammen. Wer das Ganze ein bisschen schneller ablaufen lassen möchte, der kann natürlich hier auch seine Keyframes langsamer, schneller oder langsamer ziehen. So, was jetzt noch wichtig ist, ist, dass ihr nochmal auf Geschwindigkeit Dauer geht und dann habt ihr die Möglichkeit hier unten bei Zeitinterpolation das Ganze auf optischen Fluss zu setzen. Und das Ganze macht ihr bei dem anderen auch. Das bewirkt, dass dieser Slow-Motion-Effekt nachher ein bisschen flüssiger abläuft. Ist okay. Ihr seht, ist hier in unserer Sequenz, jetzt sind unsere Clips rot gefärbt. Das heißt, wir können sie nicht in Echtzeit abspielen lassen. Dafür drücken wir einmal Enter und rendern das Ganze einmal durch. Und schon ist das Ganze fertig. Hier das Ganze nochmal in rausgerenderter Form. Ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen hoch. Ade, ciao.